Hey ho, meine Lieben! Heute nach dem Motto Stay Home, Make Ice Cream Rolls. Das Experiment. Ja, ob es klappt, ich habe keine Ahnung. Ich habe zwei Möglichkeiten. Tja, aber ich täte mal sagen, wir fangen jetzt erstmal mit der Eisgrundmasse an, die ich mir ausgesucht habe. Ob die was wird, habe ich auch keine Ahnung. Wir experimentieren jetzt einfach einmal. Gehen wir rüber, da habe ich schon mal ja, das bisschen Zeug hergerichtet. Attacke. Ach so, wir machen ja, Bacon, genau, Bacon. Bounty Ice Cream Rolls. Gehen wir rüber. Naja, aber wer weiß, was nicht noch alles kommt. Vielleicht macht man ja doch mal was mit Bacon. Gut, 200, 300. Machen wir bloß mal 300. Dann nehmen wir von dem jetzt hier 100 Milliliter. Von der Kondensmilch. Kondensator. Oder machen wir 200 und 400. Ne, ich mache jetzt mal nicht zu viel. Nicht, dass das Zeug gar nichts wird. Wo haben wir denn hier 100? 50, 100. Dann nehmen wir jetzt mal die 100. Naja, das sind ja eigentlich Gramm, aber was soll's. Zum Testen und Probieren wird es jetzt schon passen. Und zum Rumsabbern reicht es auf alle Fälle. Ein Backel Vanillezucker. Und noch ein bisschen normalen Zucker. Ich mag es gerne süß. So. Und das Ganze bringen wir jetzt auf den Herd einmal ganz kurz zum Aufkochen. Hier drüben. Es gibt natürlich dann auch noch diese Möglichkeit mit der Eismasse mit Ei, aber ich habe mir gedacht, das erste Mal mache ich jetzt einen ganz einfachen Versuch. Wer vielleicht sonst noch Ideen hat für so eine Eisgrundmischung, kann sie gern unten in die Kommentare reinschreiben. Also wie gesagt, einmal ganz kurz aufkochen lassen. Leute, fragt mich bitte nicht, wieso, weshalb, warum aufkochen lassen. Ich habe auch keine Ahnung. Besonders, weil wir es danach erst wieder abkühlen lassen müssen. Jupp. Das war's dann schon wieder. Und jetzt lassen wir das Ganze wieder komplett abkühlen. Ich stelle es dabei hinaus, weil draußen ist es ja widerlich kalt. Und wenn die Masse komplett erkaltet ist, stellen wir sie sogar noch ein klein bisschen kühl. Und ja, dann sehen wir uns da drüben wieder. So Freunde, das ist jetzt hier mein Setup. Also, ich habe hier jetzt noch eine Karamellsoße, eine Strawberry, eine Erdbeersoße. Dann habe ich hier mein Bounty. Das wird jetzt dann gleich klein gehackt, tue ich aber dann dabei noch in die Schüssel. Ja, ein Styropor. Dann werde ich hier ein Crushed Eis reintun. Das Crushed Eis schön salzen und die meisten werden das ja wissen. Dann entwickelt sich noch mehr Kälte, als das Eis ja eh schon hat. Und dann kommt die Schüssel in das Crushed Eis rein. Und dann schauen wir mal, ob das ausreicht, dass uns das da drin gefriert. Dass wir das, ja, die Eisröllchen soweit fertig bringen. Ja, und gerade Spachteln habe ich keine da. Zumindest nicht welche, wo wir hierfür verwenden wollen. Also nehme ich die, ja, wo wir auf der Feuerplatte auch immer verwenden. Aber jetzt machen wir erstmal das Bounty klitzeklein.
reicht jetzt erst einmal. Ja, ich glaube, das eine Bounty ist genau richtig jetzt für eine Schüssel. Dann warten wir jetzt noch ein paar Minütchen, bis jetzt die Masse im Kühlschrank ja ein klein wenig noch runtergekühlt ist. Und dann geht es eigentlich hier schon weiter mit dem Crushed Eis, dem Salz. Tja, und dann mit der Eismasse. Gucken wir mal, ob das heute was wird. So Leute, dann wollen wir mal loslegen. Leute, ist schon lustig, für was man so einen Fleischklopfer noch verwenden kann. Aber ich will hier sämtliche Brocken weg haben. Und noch bevor ich es aus der Tüte raushol, ich denke, das ist gut. Ob das jetzt alles wirtschaftlich ist, das steht auf einem komplett anderen Blatt. Hauptsache, wir haben Spaß dabei. So. Jetzt tun wir erstmal unser Eis schön salzen. Boah, das könnte ja echt funktionieren. Also da unten wird schon mal richtig kalt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Leute, das friert schon an. Läuft die Cam überhaupt? Aufnahme läuft ja. Plan B, wenn es nicht funktioniert, zackt die Schüssel einfach in die Gefriere stellen. Aber jetzt schauen wir mal. Geduld, Geduld. Nur ist es bei so einem Zeug nicht unbedingt meine Tugend, die Geduld. So, jetzt kommt es darauf an, ob uns das noch fertig durchfriert, dass wir unsere Rolls machen können.
kann ja auch natürlich sein, dass mehr Salz in das Eis rein muss. Wie gesagt, es ist wirklich nur ein Versuch von mir. Na, viel verläuft da nimmer. Also anziehen tut das Ganze auf alle Fälle, habt ihr ja gerade gesehen. Jetzt warten wir mal noch 2-3 Minütchen, ob das jetzt noch was wird. Ansonsten muss ich es wirklich noch in die Gefriere reinwuchten. Also die Schale ist schon mal schön kalt. Schauen wir mal. Das will nicht so richtig durchfrieren. In dem Falle werde ich jetzt das komplette Teil schnappen und kurz noch in die Gefriere stellen. Und danach, wenn ich es wieder raushol, sehen wir uns hier wieder. Hey, Zapperlott, jetzt ist kalt geworden, ja. Okay, dann schauen wir mal, ob wir hier unsere Röllchen rauskriegen. Jawohl! Jawohl, ja! Jetzt finde ich die blöde Zange nicht. Dann nehmen wir das Ding. So, Leute. Die sieht doch gut aus. Die sieht richtig gut aus. Wunderbar. So. Gibt es natürlich von mir noch ein Probiererle. Aber hey, sieht das nicht geil aus? Schatzi, kommst du? Ja, danke schön. Ach, da ist sie ja. Hier. Bitte schön. Oh. Wow. Ich habe leider bloß das kleine Probiererle. Ich bin ja nicht so, habe den Mädels die großen Röllchen gelassen und. Mhm.
Sehr lecker. Wow. Hat hervorragend funktioniert. Wie lange haben wir das circa in der Gefriere noch gehabt? 10 Minuten, Viertelstunde. Länger nicht. Geil. Und Schubidu machen wir mit so einer Quetschbanane schon weiter. Naja, ein bisschen mehr Banane darf es schon sein. Schatz, wie schmeckt Banane mit dem gleichen Kaffeearoma? Mit Schokolade. Nee, ich hab bloß die Karamellsauce. Aber ich habe noch hier einen Kaffee. Ich mach mal einfach ein ganz kleines bisschen Kaffee rein. Ein klitzekleines Kaffeearoma. Na, komm. Das reicht schon. Jetzt habe ich glatt die Herzchen vergessen, aber Saskia hat noch nicht aufgegessen, Schatz auch noch nicht, und die bringe ich denen jetzt noch schnell. Bitte schön, eine Waffel. Schatz, du auch noch eine Herzchenwaffel. Bitte schön. Danke. Jetzt lassen wir das leicht anfrosten, während ich hier noch den Rest aufesse. Fängt auch schon wieder an zum Gefrieren unten drin. Fängt sogar schon gut an zum Gefrieren unten drin. Weil ich mir nicht einmal sicher bin, ob man das jetzt wirklich nochmal in die Gefriere stellen muss. Weil das zieht ja mal richtig gut an. Aber sicher ist sicher. Die stelle ich jetzt nochmal so, wie es ist, in die Gefriere. Und dann sehen wir uns zum Vorfazit. Freunde! Kleines Vorfazit und ja, noch kurz zu dieser blöden Corona-Krise. Also ich denke, das ist jetzt wirklich was, wo man nachmachen kann, nachmachen sollte, besonders wenn man Kinder hat. Leute, ihr könnt denen damit eine Riesenfreude machen. Gut, wir haben es jetzt sowieso Winter, aber ein Eis ist immer gern gesehen. Und so Eisrolls, boah, geil. Oder Saskia, was meinst du dazu? Na, die kommt gleich. Hier muss ich noch die Haare schön machen. Mhm. Bist du meine Tochter? Ja. Okay. Ja, und das erste Eis jetzt, das Bounty-Eis, es war richtig lecker. Es war richtig lecker. Und ich freue mich jetzt nachher auf dieses Bananen-Kaffee-Karamelleis. Mhm. So, was hast du jetzt von dem Eis gefunden? Also, ich finde, dass es echt lecker war. Moment. es war echt lecker. Können wir öfters machen. Ja, und funktioniert eigentlich hervorragend. Ja. Also, dadurch, dass wir das dann noch in die Gefriertruhe reinhaben, oder ich, denke ich ja mal, man müsste mindestens 4 oder 5 Mal das Ganze durchziehen können. Also hätte ich ruhig mehr
Eisgrundmasse machen können. Und von der Eismasse selber her war es jetzt wirklich cremig, lecker, fein. Schatz, möchtest du auch noch was dazu sagen? Es war sehr gut. Sehr gut? Was noch? Überrascht? Ja. Ja, ich ist immer noch sprachlos, dass ich wirklich ein leckeres Eis hingebracht habe. Ja, wundert mich ja selber. Ja, dann täte ich ja mal sagen, warten wir jetzt noch mal ein Viertelstündchen oder so und dann holen wir unsere zweite Eismasse und da hoffe ich, dass ich die Waffel nicht vergesse. Du erinnerst mich dran. Ich erinnere dich dran. Alles klar. Bis gleich. Also für euch ist es ja eh nur ein kleiner Schnitt. Leute, das wird immer kälter. Wow. Aber ich sehe gut aus. Menno. Na komm, mach mal zwei dicke Röllchen. Zwei richtig schöne Röllchen. Also ich kann euch sagen, das ist mal richtig gut gefroren. Nehmen wir die da. Ja. Ja, ja, spinnst du denn? Tun wir mal das Ding hier weg. Ein bisschen Raschteis unten drunter. Das zeige ich euch jetzt aber ganz schnell. Boah, es ist kalt. Also, ja gut, dreimal auf alle Fälle. Dreimal auf alle Fälle. Weg damit. Ich glaube, dieses Mal hätte man es gar nicht so lange drin lassen brauchen in der Gefriere. So. Ja. Jetzt mache ich erstmal den ersten Becher fertig. Lass mir das ganz leicht unten antauen. Mein Handy macht Tabula Rasa. Ach, schön mit der Karamellsoße nochmal. Ein Herzchen. So, und den kriegt jetzt die Saskia nochmal. Geil, Omar. Sie sieht irgendwie aus, auch aus wie eine Banane. Richtig geil. So, schauen wir mal, ob ich jetzt mein Röllchen fertig machen kann hier. Ja, geh halt weg. Oh, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen, na doch, sieht gut aus. Ja.
Na! Und damit ich auch nicht zu kurz komme mit der Waffel, bitteschön. Und das lasse ich mir jetzt nochmal schmecken. Du blödes Handy, jetzt halt die Klappe. Tja, Leute. Und das ist die Bananenversion davon. Ich esse jetzt in aller Ruhe mein Eisröllchen und dann sehen wir uns nochmal zum Endfazit. Ganz genau, so machen wir das jetzt. Kommen wir zum Endfazit. Also, perfekt. Funktioniert hervorragend. Also 3 bis 4 Ladungen kriegt man auf alle Fälle fertig damit. Ich habe nochmal so eine große Schale. Ich muss mal gucken, ob man die ineinander stellen kann. Dann werde ich das nächste Mal mit 2 großen Schalen machen. Ein Crushed-Eisbeutel habe ich noch. Keine Panik, ist kein Corona. Und ja, also ich kann es zum Nachmachen zu 100% empfehlen. Das zweite Eis jetzt, die Banane, also als Bananeneis war das wirklich sehr, sehr lecker. Aber das erste Eis hat mir definitiv besser geschmeckt. Mit dem Bounty. Oh, hätte ich lieber noch mal ein Bounty-Eis gemacht, aber ich will ja auch verschiedene Möglichkeiten zeigen. Oh, ja, ich habe immer noch eine eiskalte Gosche. Das Eis war wirklich bis zum Schluss, bis ich es aufgegessen hatte, bis zum letzten Bissen gefroren da drin. Klasse, absolut klasse. Also so kann man wirklich Eisröllchen zu Hause selber machen. Ohne viel Aufwand. Gut, man muss ein Crushed Eis kaufen oder selber machen, selber crushen. Es gibt Maschinen für Crushed Eis. Ich habe jetzt den Beutel an der Tanke geholt, der hat 3 Euro gekostet. Das war es mir jetzt auf alle Fälle wert. Ja, nachmachen, nachmachen, nachmachen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie das nächste Eisröllchen-Video ablaufen wird, weiß ich noch nicht, ob ich dazu viel sage, ob ich einfach nur mache. Wir werden sehen. Aber es wird auf alle Fälle davon eine Fortsetzung geben. Genau. Gut, das war's dann mit diesem Video. Jetzt hoffe ich mal wirklich auf Daumen nach oben. Mir hat das Video auch verdammt viel Spaß gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war auch verdammt lecker. Okay, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal mit etwas Leckerem. Moment mal. Das nächste Mal sehen wir uns dann mit Ribs. Also ich ziehe jetzt das Eis-Video vor und ja, obwohl das Ribs-Video vorher war, aber ja, einmal kann man schon 2 Videos von der Reihenfolge vertauschen. Ich muss es einfach rausbringen. Leute, wir sehen uns das nächste Mal mit den Ribs. Tschaikowski.